Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blockchef-Box von Silla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gut, wir öffnen das Ganze mal, befreien es vom Plastik, damit das entsprechend nicht mehr so spiegelt. Und so sieht das Ganze aus. Blockchef, Silla, lesen wir hier. Dieses Tattoo, dieses Unterlippentattoo, hat er sich ja im Rahmen seiner Promophase gemacht. Genauso wie die Grills. Ja, mein Stil ist es nicht so. Also ich würde mir nicht die Unterlippe tätowieren lassen. Ich würde mir auch keine Grills machen lassen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Jeder wie er will. Major Moves präsentiert. Silla. Und auf den Seiten zieht sich das Cover durch, bedeutet, wir haben hier noch das Silla-Logo, ansonsten nur noch die Finger seiner Ex-Frau mittlerweile. Oben lesen wir noch Major Moves, beziehungsweise die Nase von Silla. Und das Seite ebenfalls Design weiter. Und dann haben wir hier Blockchef Limited Fan Edition Inhalt. Blockchef Album Standard plus Instrumentals. Blockchef Sonnenbrille. Back am Block EP, großes Blockchef, Doppelposter, Silla Autogrammkarte und Sticker. Credits. Und ja, das Cover, wie gesagt, sehr, sehr speziell. Im Interview hat Silla gemeint, dass das alternativ irgendwie als Cover geplant gewesen wäre. Silla stehen vor einem Hochhaus. Hätte mir, glaube ich, deutlich besser gefallen, aber. Wie gesagt, es gibt sicher viele da draußen, die das geil finden oder die das Cover dementsprechend feiern. Okay, es ist so eine typische Clubbox. Wir machen die hier auf der Seite auf. Und dann kommt auch schon der Inhalt entgegen. Einmal das Album. Einmal die Sonnenbrille. Die Bonus-EP. Der Sticker. Und das Poster sieht jetzt rein so vom Inhalt, also die Box ist nicht wirklich gefüllt, aber das liegt vor allem daran, dass einfach ein T-Shirt dabei ist, weil ihr kennt das bei, ich sag mal, 80% der Boxen ist dann immer irgendwie ein T-Shirt oder anderes Textil dabei. Dementsprechend wirkt das natürlich gleich ganz anders. Okay, die CD werden wir ebenfalls mal aufschneiden. Okay, also das Cover, wir kennen es bereits von der Box. Auf der Rückseite haben wir 16 Tracks. Wir haben Features von Young Clokey, Julian Williams, Presto, Manuelsen, Mason X, Hammert 45 bzw. Hammert 45, King Orgasmus One, nochmal Mason und Sna oder Sna, SNA, wie auch immer, Asli, Julian Williams und Massiv. Ja, bis auf Asli und Mason Nix und Sna sollten alle bekannt sein, also sind sie mir zumindest bekannt. Und Young Clokey, ja, sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Von den 16 Tracks sind meine Favoriten gewesen. Ich habe das Album heute Nacht gleich mal eingelegt und durchgehört. Wo haben wir es denn? Superior und Marlboro Man 2. Und ansonsten das Outro, wobei das Outro, muss man sagen, ist ein reines Instrumental-Outro, also nur Beat, wo nicht gerappt wird, aber der Beat ist echt, echt gut. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin jetzt schon etwas verwundert, weil ich bilde mir ein, auf Amazon stand extra Super Jewel Case, aber vielleicht war das auch bei der Monsterbox nicht vertauscht, das jetzt. Also das ist definitiv kein Super Jewel Case. Okay, dann haben wir hier das Booklet. Werfen wir einen Blick hinein. Wir haben hier Porträtaufnahmen von Silla und natürlich die Tracks hier einzeln aufgeschlichtet.
Und wir haben Zitate aus den jeweiligen Tracks. Also hier haben wir ein Zitat von Soldat. Wenn ich nach oben schaue, zähle ich die Sterne, die Wolken formen dein Gesicht, ich sehe dich in der Ferne. Und hier von Gang Gang. Ich bin nicht dein Brudi, ich bin nicht dein Diggi, fick nicht mit dem Jungen aus der Big Big City. Ebenfalls wieder zweimal Scylla zu sehen. Weitere Tracks aufgelistet und hier noch ein weiteres Zitat aus dem Track Blumenbeet. Duck dich, wenn Amors Bogen schießt und wieder eine Träne auf den Marmorboden fließt. Hier die letzten vier Tracks aufgelistet. Okay, mich hat interessiert, wer den Outro Beat produziert hat. Static Beats und Enix. Und dann haben wir hier noch Rache ist süß, die Waffe ist scharf, die Tränen sind salzig an einem bitteren Tag. Okay, dann hier die Infos über die Credits bzw. die Rechteinhaber. Und hier nochmal zum Abschluss die Credits. Gut, Booklet zurück in die Hülle. TTD schlicht in Schwarz und Weiß gehalten. Scylla Blockchef Disk 1. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir natürlich Disk 2 mit dem Zusatz Instrumentals und hier noch das Logo von Scylla. Dann haben wir die Back am Block EP von den Cousins Mason X und Snaar. 10 Tracks haben wir hier. Und hier haben wir noch ein Feature von Hayat und RLS. Wer sich erinnert, RLS wurde ja von Scylla ebenfalls ja, gepusht und als Newcomer versucht zu etablieren. Ich weiß gar nicht, ob es von dem zwischenzeitlichen Release gab, meines Wissens nicht. Back am Block haben wir hier in Gelb. So sieht das Ganze aus. Und wie immer die Bonus-EP in einer Papphülle. Dann haben wir den Sticker. Dieser in quadratischer Form, allerdings hier. Der richtige Teil des Stickers ist rund und hier rauszulösen. Und hier haben wir eben nochmal dieses Cover von Blockchef, also die dicke Silerlippe mit den Grills. Dann die Sonnenbrille. Sieht so aus. Und hier auf der Seite haben wir noch die Aufschrift Blockchef. Blockchef. Schauen wir nochmal kurz. Diese Sonnenbrille ist Kategorie 3. Ist die Frage, Moment, sehr klein gedruckt. Kategorie 3 ist hoher Schutz gegen Sonnenstrahlung. Ich frage, ob man das hier auch lesen kann. Ich befürchte eher nicht, oder? Naja. Also hier steht hoher Schutz gegen Sonnenstrahlung. Das ist wie gesagt die Sonnenbrille. Das hier ist aufgeklebt, das heißt, das könnt ihr natürlich wegmachen. Und dann haben wir zum Abschluss noch das Poster. Das dürfte etwas größer sein. Und ist auch ein Doppelposter. Sprich, wir haben einmal das Cover im Querformat. Blockchef. Und hier lesen wir Verbraucherhinweis, harte Texte. Also das Cover im Querformat, groß auf Poster. Und auf der Rückseite gefällt mir ehrlich gesagt besser als die Fresse. Scylla vor schwarzem Hintergrund, in weißem Pullover, weißer Kappe und weißer Hose. Scylla Blockchef lesen wir hier. Also wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, dann doch definitiv diese hier. Sorry, Schluck auf. Alles klar. Wir fassen noch einmal zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben das eben gezeigte Poster. Die Back am Block EP von Mason X und Snaar. Das Album an sich inklusive der Instrumentals, also zwei CDs.
den Silla Blockchef Sticker und die Blockchef Sonnenbrille. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Blockchef von Silla. Falls ihr die Musik feiert, falls ihr einen guten Mann unterstützen wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Und ansonsten war's das für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.